Finanzgourmet, der Podcast zu Kolumne Rot und Wies. Willkommen, liebe Podcast-Gemeinde, willkommen, liebe Finanzgourmets. Herzlich willkommen, lieber Alexander. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ab sofort nenne ich dich Alex. So habe ich dich auch genannt in der Zeit, als wir bei Flossbach von Storch gemeinsame Wege Tür an Tür, Zimmer an Zimmer gegangen sind. Das war übrigens eine unglaublich aufregende und schöne Zeit mit dir, Alex. Vielen Dank, Dito. Du bist übrigens auch der Erste hier im Podcast, der für das Segment Marketing einsteht. Finde ich schön. Und schaut man sich deine Vita an, kann man wohl getrost sagen, Respekt, lieber Alex. Du hast wirklich für die Großen unserer Branche im Marketing gearbeitet oder gar deren Marketingabteilungen geleitet oder verantwortet. Da gibt es nicht viele mit einer ähnlichen Vita. Alex, bevor es losgeht, welchen Wein hast du uns mitgebracht? Ja, da muss ich leider passen, weil wie du eigentlich ja wissen solltest, trinke ich gar keinen Wein. Ich bin also eigentlich für dieses Format so nur semi geeignet. Ich trinke keinen Wein, allerdings nicht aus Überzeugung nicht oder sowas, sondern es hat mich nie irgendwie angesprungen. Und wenn ich jetzt irgendwann mal einen Wein trinke, ich kann den Unterschied nicht erkennen. Es ist für mich wie Perlen vor die Säue geschmissen. Ich könnte auch Essig trinken. Also das ist so ganz, ganz schlimm für kultivierte Weintrinker, aber das Getränk geht nicht an mich ran. Also insofern, ich habe leider keinen Wein dabei. Aber mit dem Alex kann man schön lecker Cocktails trinken, gell, ja, Alex? Ja, Long Drink vor allem. Also Negroni kannst du mich immer mit abholen. Das finde ich sehr, sehr lecker. Ich mag auch gern die effizienten Long Drinks, also so Long Island Iced Tea, so 5 Liquids drin, damit es möglichst schnell was bringt. So diese Geschichten mag ich schon sehr. Oder Whisky trinke ich auch sehr gern. Alex, wie schafft man eine solche Karriere, wie du sie gemacht hast? Wenn man weiß, dass du auch Vater von 4 Kindern bist. Du hast 4 Kinder von einer Frau, mit der du seit 27 Jahren verheiratet bist. Kann man an der Stelle sagen, du gehst arbeiten, sie managt das Familienunternehmen Baryon? Ja, ich fürchte, das klingt jetzt sehr tradiert, aber da ist schon was dran, muss ich sagen. Wobei, also das Beste, was mir jemals in meinem Leben passiert ist, ist meine Frau. Also das möchte ich wirklich auch so betonen. Und natürlich hat sie mir diese 4 Kinder geschenkt und die sind großartig, diese 4 Töchter. Ja, es ist tatsächlich schon so, dass sie lange Zeit Social Life und Family gemanagt hat und ich ganz klassisch arbeiten gegangen bin. Ja, also die Simone hat auch gearbeitet, wie blöd, aber halt zu Hause. Alex, ich meine, ich habe das live erlebt, als wir beide Seite an Seite gearbeitet haben. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das bei BlackRock oder Fidelity besser ist. Du bist morgens einer der Ersten, abends einer der Letzten. Also wenn du jetzt gesagt hättest, du hättest auch noch die Familie gemanagt, hätte ich mich wahrlich gefragt, wann und wie. Also ja, ich glaube, so eine Karriere kann man nur machen, wenn einem einer den Rücken frei hält oder wenn man alleine ist. Ja, ich denke eher Rücken frei halten. Also es war eigentlich auch schon mehr. Also die Simone und ich, wir hatten relativ früh irgendwann mal so ein, ja, es klingt so tradiert, aber weißt du, das ist nur dann tradiert, wenn du als Ehemann oder als Mann die Arbeit der Frau und der Ehefrau nicht wertschätzt. Aber es war von Anfang an klar, dass das, was die Simone da leistet, mindestens genauso wichtig ist wie das, was ich tue. Es ist auch so, dass nicht ich Geld verdient habe, sondern wir. Also alles, was ich an Kohle heimgebracht habe, haben wir verdient. Also das war schon immer so unser Verständnis. Ich glaube auch, dass so, das hört sich jetzt, glaube ich, unfassbar altmodisch an. Aber für unsere Töchter war es, glaube ich, auch eine gute Situation, ja, dass einfach meine Frau ansprechbar war in der Zeit, wo ich auch viel unterwegs war. Ich war ja zwischenzeitlich auch in Rollen, wo ich im Prinzip anderthalb Jahre lang mehr in London war wie in Frankfurt. Mhm.
Und da war die Simone im Grunde ja alleinerziehend. Da war ich dann wirklich der nette Onkel, Papa in Anführungszeichen, der dann am Wochenende daheim war. Oder der Freitag. Zum Spielen am Wochenende kam. Ja, ganz genau. Und da muss ich schon sagen, Hut ab vor dem, was die Simone da geleistet hat. Und da bin ich ihr sehr, sehr dankbar. Alex, jetzt habe ich so über deine Vita gesprochen und geschwärmt. Und du hast London angesprochen. Ich hatte schon Fidelity gesagt. Gib doch einfach mal einen kurzen Abriss. Fang vielleicht nicht mit der Grundschule an, sondern lass uns darüber unterhalten, wo es spannend wird, wo es unser Publikum auch interessiert, was du alles gemacht hast und den Werdegang. Ja, also ich habe eigentlich tatsächlich eine sehr klassische Bankausbildung gemacht. Also ich bin eigentlich von Haus aus Bankkaufmann und ich bin auch Bankfachwirt und ich bin auch Bankbetriebswirt. Also ich habe, was das betrifft, da viel gemacht. Ich bin nach dem Studium nach Frankfurt gegangen. Habe da bei Santander gearbeitet, war sehr spannend, war damals noch die Santander Direktbank. Dann hatte ich, weil wir damals noch in Stuttgart gewohnt haben und ich jeden Tag gependelt bin, dann bin ich zurück nach Stuttgart, zur Stuttgarter Lebensversicherung. Das war auch spannend, da war ich aber nur knapp 2 Jahre. Und da habe ich auch so ein bisschen Assekuranz kennengelernt. Das war schon auch anders, ne? Weil zuerst Bank, dann und dann zur Versicherung, das war schon was. Und dann hat Fidelity angerufen. Über Komm, Alex, lass dich mal unterbrechen an der Stelle. Fidelity kommen wir gleich. Ja. Weil das war jetzt so, das war schon ein schöner. Das war Bank und dann war Versicherung. Das war schon was. Was war denn das, was da eben, mal ein bisschen Fleisch an den Knochen. Ja, ich will halt den Kollegen nicht zu, also ich habe da heute noch Kontakt zu sehr, sehr lieben, wirklich großartigen Kollegen. Aber, und das ist vielleicht auch gar nicht Assekuranz, das war vielleicht einfach auch die Zeit und so. Aber ich habe da so Sätze gehört, von denen ich dachte, dass es die gibt. Also zum Beispiel... Ha, jetzt schaffen wir schon 17 Jahre der Hande, aber das hätte noch keiner gewählt. Also so nach dem Motto, seit 17 Jahren wollte das noch keiner, was ich da wollte. Ja. Oder ich habe auch einmal jemand geschrieben, ja, ich schicke Ihnen dann eine Mail. Und dann hat der zu mir gesagt, er hat keine Mail. Und das hat er mir aber über ein Mailsystem geschrieben, bis ich dann verstanden habe, dass er nicht versteht, dass er praktisch mir eine Mail schreibt. Er dachte, also so. Aber das ist ehrlich gesagt vielleicht auch weniger Versicherung, da vielleicht auch die Zeit. Aber deswegen meinte ich das so. Und dann muss ich schon ganz grundsätzlich sagen, Versicherung ist schon anders wie Bank. Also ja, das muss man schon sagen, einfach anders. Nicht schlechter oder nicht besser, anders. Und ich glaube, ich war da auch immer der Typ von der Bank. Also ich das, war da. Alex, das ist ja auch total spannend, kleine Exkurs an der Stelle. Versicherung im Fernsehen sagt jeder sofort Stromberg. Ja? Bank im Fernsehen sind immer nur fiese Investmentbanker. Also das ist wirklich schwarz und weiß. Deswegen wundert mich das jetzt nicht so, dass wenn man dann den Schritt macht, dass man das auch so anders erfährt. Und jetzt habe ich dich ja auch kennengelernt. Du bist ja auch nicht nur heute Mr. Krawatte, du bist ja wirklich Mr. Krawatte. Ich habe dir immer gesagt bei Flossbach, ich glaube, du sitzt auch sonntags früh am Frühstückstisch mit deiner Familie und hast eine Krawatte an, was du immer negiert hast. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das eine ganz andere Welt für dich war. Ja, war es. Aber es war auch okay. Ich habe da schon auch echt viel gelernt, muss ich fairerweise sagen. Und auch wirklich sehr nette Kollegen kennengelernt. Und zum Thema Krawatte, ehrlich gesagt, ist eine Frage von Style. Also ich wurde so sozialisiert, sage ich jetzt mal, in meinem Berufsleben. Früher war das gang und gäbe. Und ich mag es auch. Also ich ziehe gerne Anzüge an, ich ziehe gerne Krawatte an. Und ich habe auch nicht den Eindruck, dass mich das spießiger macht. Und ich habe durchaus Menschen mit einer schwierigeren Weltanschauung kennengelernt, die im Hoodie vor mir saßen, wo ich gedacht habe, also von uns beiden bin aber ganz bestimmt ich der Progressivere, obwohl ich die Krawatte anhatte, wenn ich das mal so sagen darf. Stuttgarter Leben, Fidelity. Jawohl. Weiter geht's, Alex. das war eine super coole Zeit. Dann bin ich tatsächlich auch umgezogen mit der Family damals nach Frankfurt, im Großraum Frankfurt. Und Fidelity war super spannend, habe da unglaublich viel gemacht. Ich glaube, das weiß man ja auch, dass Fidelity ganz grundsätzlich, was Marketing betrifft, eher ein offenerer Arbeitgeber ist und dass man da als Marketingmensch schon durchaus einen Wirkungskreis hat.
Und dann habe ich tatsächlich ein Angebot bekommen von BlackRock. Und damals war BlackRock mit iShares, gerade das Thema iShares, noch relativ neu. Und das war natürlich super spannend, weil ich dann so das Gefühl hatte, ich kann praktisch das aktive Management mit passivem Management so verknüpfen und da mal so reinschauen und die Gelegenheit zu bekommen, ein Marketing-Team in Deutschland zu leiten oder ein Dach zu leiten, was auch passiv mit der Marke iShares hat. Das war schon super spannend. Und dann habe ich das gemacht und da war ich dann auch knapp 6 Jahre. Und das war auch die Zeit, wo ich sehr, sehr international unterwegs war. Am Schluss war ich für das EMEA-Marketing verantwortlich. Das hieß dann EMEA Country Marketing. Und da war ich auch viel in London. Und das muss ich ganz ehrlich sagen, war schon auch eine prägende Zeit. Ja? Da habe ich nochmal ganz anders drauf gucken können, was Skalierung bedeutet, wie man Dinge ausrollt, eben international. Hab auch festgestellt, was es bedeutet, wenn man bei einem Account arbeitet, bei dem wirklich jedes Wort auf die Waagschale gelegt wird, weil wenn du bei BlackRock bist, musst du schon aufpassen, was du sagst. Vielleicht mehr wie woanders, weil du bist nun mal der Branchenprimus, du bist der Größte. Alles, was diese Marke macht, hat deswegen automatisch eine höhere Relevanz. Und da muss man schon ein paar andere Spielregeln noch beachten. Aber auch da super nette Kollegen kennengelernt, mit denen ich auch heute noch in Kontakt bin. War eine coole Zeit. Und dann kam natürlich, Olli, kam die beste Zeit meines ganzen Lebens. Weil dann haben wir uns kennengelernt bei Flosbach von Storch. Also von BlackRock bin ich dann weg und bin zu Flosbach von Storch. Und da waren wir dann auch knapp 2 Jahre zusammen. Ne? Ja. Und nach Flosbach von Storch war es dann so, dass Fidelity mich wieder angerufen hatte, ob ich nicht Lust hätte. Ich weiß, die haben die ganze Zeit an dir gebaggert. Ja, die wussten, was sie haben. Ja. Oder bekommen. Also und ehrlich gesagt, das war dann auch zur richtigen Zeit, weil du weißt es selber, Flossbach war cool und war alles in Ordnung, aber es war so ein Zeitpunkt, wo ich gedacht habe, ach na ja, vielleicht ist in Frankfurt wieder arbeiten oder im Großraum Frankfurt wieder arbeiten und vielleicht tatsächlich bei einer doch stärker Marketing ausgerichteten Unit zu arbeiten, doch spannender für mich. Und das hat sich jetzt auch als gut herausgestellt. Ja, und da bin ich jetzt immer noch. Alex, ich habe mir heute ganz viele Gäste geholt, die sich im Marketing deutlich besser auskennen als ich. Und die haben uns ganz viele schöne Fragen eingesendet. Euch Angst. Beginnen möchte ich direkt mit etwas, was ich tatsächlich sehr knifflig finde. Und zwar eine Frage aus dem letzten Podcast mit Jörg Meyer von der lieben Caro. Na, pass mal auf. Alex, wie würdest du Österreich vermarkten? Also ich meine Österreich als Land vermarkten oder in Österreich? Österreich als Land vermarkten. Ja, okay. Also ich glaube, ehrlich gesagt, es ist immer schwierig, wenn man von outside irgendwas vermarkten muss. Man sollte eigentlich schon sich sehr da gut damit auskennen. Jetzt bin ich nun mal kein Österreicher. Was ich, glaube ich, täte, ist, ich würde über eine sehr emotionale Schiene kommen mit Herz und Verstand. Ja, also ich würde über die Küche einsteigen, glaube ich. Ich würde über die Herzlichkeit der Menschen einsteigen und darüber kann ich wirklich viel erzählen, weil ich da viele sehr nette Kollegen kennengelernt habe. Ich würde claimtechnisch würde ich eher so gehen, Österreich, das Land zwischen Italien und Deutschland, das alles bietet, was lebenswert ist. Irgendwie sowas in der Art würde ich gehen. Naja, vielleicht fehlt mehr. Aber da können die ja nichts für. Aber mehr würde mir jetzt persönlich fehlen für lebenswert. Ab und zu muss man schon ans Meer, aber da kann man ja auch hinreisen, wenn man in Österreich ist. Alex, wenn du glaubst, das war jetzt ein schwieriger Einstieg, dann kommt jetzt eine Frage von Malte Dreher. Und auch da bin ich wirklich gespannt. Du hast eben schon Claim gesagt, wie dein Claim und Wachrüttler lautet. Lieber Alex Baryon, die Bundesregierung ruft an. Kanzler Scholz, Minister Lindner und Kollege Habeck wollen aus der Mäulstimmung raus,
rein in einen konjunkturellen Aufbruch und brauchen von Alex Baryon einen ordentlichen Marketing-Claim für einen neuen Ruck, der durch das wirtschaftlich-konjunkturelle lahme Deutschland gehen soll. Wir zählen auf dich. Alex, ich kann dir versprechen, jetzt danach wird es deutlich leichter und angenehmer. Ja, lass dich vielleicht mal erstmal einsteigen, dass ich gar nicht so sehr einsteige in dieses Regierungsbashing. Also das hat jetzt der Malte auch nicht gemacht, aber ich glaube tatsächlich, dass die Herausforderungen riesig sind und dass ein paar Dinge auch ganz okay gemacht wurden. Jetzt mal von Kommunikationsschwächen abgesehen und der Uneinigkeit. Wenn ich jetzt wirklich die Regierung wäre und es ginge darum, einen Ruck durchs Land zu machen, da geht es da sehr viel um Anpacken, ne? In die Hände spucken und sagen, hey, also ich glaube, ich würde auch hier versuchen, das Positive zu betonen. Da würde ich so sagen, großartiges Land, großartige Leute, nichts steht uns im Weg, lass es uns groß machen. Irgendwie so in die Richtung würde ich denken. Ja, so weil dieses Anpacken. Einfach wieder anpacken. Ja. Anpacken, machen. Ja, und vor allem, also nicht immer als, findest du es nicht auch, also als ich noch, ich weiß es nicht, ich bin ja halb Italiener und ich weiß noch früher, da haben wir uns immer lustig gemacht über Italien, weil da die ganze Zeit gestreikt wird. Und jetzt bin ich echt sehr still, ne? Weil wir ja auch so viel Streiks haben. Jetzt möchte ich den einzelnen Streik gar nicht so in Misskredit bringen, weil die werden alle ihren Grund haben. Aber es ist schon auffällig. Und ich denke, komm, lass uns doch jetzt einfach mal die Sache nicht immer so schlecht reden. Ja, es gibt wirklich echt auch noch ein paar wirklich coole Sachen. Und man kann es schaffen. Der Regierung würde ich mal ganz grundsätzlich, die brauchen kein Marketing-Claim. Die brauchen einfach weniger Spielverderber in den eigenen Reihen. Also das wäre jetzt meine, okay. Also Teamfähigkeit wäre, glaube ich, das. Ich würde mit denen, glaube ich, eher so ein Offside machen, wo man mal Teamfähigkeit übt. Das wäre, glaube ich, so das, was jetzt dran. Das ist vielleicht halt auch in einer Dreierkonstellation auch gar nicht so einfach. Wenn man zurückdenkt an seine eigene Kindheit, zu zweit hat man immer schön miteinander gespielt, aber wenn ein Dritter dazukommt, wird es halt oft schwierig, ne? Das stimmt, absolut, ja. Ist auch das erste Mal. Also, wie gesagt, von mir kriegen die ein bisschen mehr Brownie-Points wie vielleicht von vielen anderen. Ich sehe die nicht alle drei nicht so furchtbar daneben. Also, ich sehe natürlich die Schwachstellen, keine Frage, aber ich glaube, die haben schon auch was gewuppt, wenn ich mir diese ganze Energiekrise und so weiter angucke. Und ich glaube auch, die haben Herausforderungen, die hatten halt viele Regierungen davor so nicht, ne? Alex, ich spreche hier sehr gerne auch immer über LinkedIn. Schreibst du deine Sachen, deine Posts auf LinkedIn selber oder hast du jemand in der Marketingabteilung, der da mitarbeitet? Nee, die schreibe ich selber. Also ich lasse mir Ideen, lass mich inspirieren gerne. Manchmal ist es auch so, dass ich ein paar Bullet Points skizziere und dann sage, kannst du mir daraus mal einen Text machen? Aber meistens nur deswegen, weil ich dann den Text nochmal so umschreibe, dass er mir passt. Aber es ist natürlich leichter, eine Vorlage zu verändern, als ganz von Scratch das selber zu machen. Also manchmal mache ich das, aber generell schreibe ich es tatsächlich selber. Und ich gebe mir auch wirklich Mühe, dass ich so liest, wie ich sagen würde. Also, weil ich glaube, das ist für Social Media wichtig, dass das einigermaßen einen gesprochenen Flow hat. Ja. Alex, was bezweckst du mit mal ehrlich und was ist das? Ich habe tatsächlich auch schon Kommentare gekriegt, dass das auch ein bisschen patronizing ist, weil das dem Zuhörer unterstellt oder dem Leser unterstellt, dass er nicht ehrlich wäre, weil ich jetzt sag mal ehrlich. Nee, es geht gerade um was ganz anderes. Was ich sagen möchte, ist, ich bin jetzt mal ehrlich. Also ich würde da nicht schreiben, was ich so nicht meinen würde. Ich würde wahrscheinlich manche Dinge gar nicht schreiben, bevor ich mich in Teufels Küche bringe, um das mal vorsichtig zu formulieren. Aber darum geht's mir. Und die ganze Idee, warum ich das überhaupt angefangen habe, war tatsächlich, weil ich ein Stück weit an das ganze Thema Branding und Markenbildung herangegangen bin. Und Marken im 21. Jahrhundert baut man eben nicht mehr, indem man irgendwie einen Claim proklamiert, sondern das ist jetzt People's Business. Also du musst die Leute, die für diese Marke stehen,
in den Fokus rücken und der Marke ein Gesicht geben, am besten mehrere Gesichter, damit es nicht nur von einem abhängt. Und da hilft halt Social Media sehr stark und da habe ich mich halt eingereiht. Also ich bin nicht der Einzige, der das macht für das Unternehmen, für das ich gerade arbeiten darf. Es machen einige, das ist aber Teil von einer echten Strategie, weil so baut man Marken in diesen Zeiten. Aber Alex, das passt dann gleich hervorragend zu meiner nächsten Frage. Du arbeitest für Fidelity und ich würde sagen, Fidelity ist ganz sicherlich eine der auffälligsten Marken im Asset Management, wenn es um Werbung geht. Wie viel Freilauf als Leiter Marketing für Zentraleuropa hast du aus London oder den USA, um solche Dinge umzusetzen? Seid ihr sehr in einem sehr engen Raster, wo London sagt, so muss das laufen? Oder andersrum, habt ihr Torpedo-Freilauf und dürft wirklich Land für Land eine spezifische Strategie entwickeln? Und dann, Entschuldigung, lass mich gleich einhaken, funktioniert alles, was in Deutschland funktioniert, auch in Italien und in Frankreich? Ja, nein, nein. Also es ist so, dass wir arbeiten schon zentral zusammen, aber das ist eher Best Practice Sharing, als dass wir tatsächlich Top-Down-Vorgaben hätten. Gibt jüngst Bewegungen im Unternehmen, dass man versucht, Dinge ein bisschen mehr zu streamlinen. Das sind aber eher synergetische Effekte, die man heben will. Da kann man nichts dagegen sagen. Das ist in Ordnung. Aber ganz grundsätzlich habe ich schon relativ viel frei. Also keiner schreibt mir vor, welche Kommunikation ich mache. Keiner sagt mir, welche Schwerpunkte ich setzen muss. Das sind eher Dinge, die ich tatsächlich lokal mit dem Sales-Team vereinbare. Also das ist sogar viel wichtiger. Ne? Also wir haben selbstverständlich auch Vorgaben, weil wir haben beispielsweise die Vorgaben, dass unsere aktiv gemanagte ETF-Range oder unsere aktiven ETFs positionieren. Mhm. Und selbstverständlich macht das dann ganz Europa und selbstverständlich rollen wir das europaweit aus. Aber die Leute, die diese europaweite Kampagne machen, sitzen alle in lokalen Märkten, die dann sozusagen contributen zum Ergebnis. Es ist also keine zentrale Unit da, die das macht. Ja. Und die Märkte müssen es dann jetzt execution-technisch umsetzen, sondern es ist tatsächlich auch da eher ein Bottom-up-Ansatz. Und ich halte das auch für sinnvoll. Wohingegen ich dir sagen muss, zum Beispiel bei BlackRock, das ist jetzt zum Beispiel eher ein Arbeitgeber gewesen, der war sehr zentralistisch. Da kann ich gar nicht sagen, dass das so viel schlechter ist. Das ist nur total anders. Was da großartig lief, ist einfach Skalierung. Also BlackRock ist unfassbar gut im Skalieren. Und das geht natürlich dann ein bisschen flöten, wenn du sehr stark individuell die Märkte bearbeitest. Vorteil ist ganz klar, also keiner wird in Frage stellen, dass Fidelity International in Deutschland ein Local Player ist. Also das ist einfach so, weil wir einfach lokal uns positionieren und weil wir lokale Themen spielen und weil wir präsent sind als lokaler Player. Das wären wir wahrscheinlich weniger intensiv, wenn wir unfassbar zentralisiert Kampagnen ausrollen würden. Und zu deiner letzten Aspekt, nein. Die finde ich am spannendsten, die finde ich tatsächlich sehr spannend. Nein, was in Deutschland geht, geht meistens in anderen Ländern so nicht. Nicht mal in Österreich, weil wir es vorher in Österreich hatten. Und was in Italien beispielsweise fliegt, fliegt nicht unbedingt in Deutschland. Also dazu ist dann Europa doch kulturell zu divers. Also es ist einfach so. Und die Idee klappt meistens schon, aber sie muss anders zum Leben erweckt werden. Alex, dann lass mich an der Stelle nochmal einhaken. Was würdest du denn sagen, sind die Länder, die den größten Gleichlauf haben? Also Dinge, die in Belgien funktionieren, funktionieren in Frankreich oder weil es ein starkes IFL-Geschäft in England gibt, funktioniert das auch in Italien. Wie würdest du das beschreiben? Gibt's das überhaupt? Nee, ich glaube tatsächlich, dass es, also die Dinge ähneln sich natürlich. Aber ich gebe dir jetzt mal ein Beispiel. Wenn wir, also nicht, dass es eine tolle Kommunikation wäre, aber wenn wir beispielsweise positionieren möchten, dass wir jeden Stein umdrehen
und wir tatsächlich Research sehr ernst nehmen, dann kannst du natürlich sagen, wir sind sowas wie Cherry Picker. Jetzt, dann kannst du natürlich eine Headline machen, we are Cherry Picker, und dann machst du eine schicke, was weiß ich, Schale mit Kirschen. Das wird in Deutschland aber nicht fliegen, weil in Deutschland picken wir keine Kirschen, sondern wir picken Rosinen. Ja, also genau. Würde ich dann sagen, wir sind in Deutschland, wir sind Rosinenpicker, hätte aber das falsche Bild. Oder die Idee umzusetzen, wird überhaupt nicht charming sein, weil hast du dir schon mal eine Schüssel voller Rosinen vorgestellt, wie das auf dem Bild aussieht? Das kommt nicht gut, ne? Also die Idee, dass wir uns als jemand, der was ganz Spezielles macht, positionieren und der jeden Stein umdreht, die geht. Aber du brauchst eine andere Art der Kommunikation. Und also der vom Transportieren der Idee ist schlicht und ergreifend, ja. Und das ist, glaube ich, tatsächlich in allen Märkten so. Fairerweise, wir leveragen, wenn ich es mal so sagen darf, schon sehr viel, auch für Österreich. Aber ich habe nicht umsonst zwei Leute in Österreich sitzen, die Marketing machen, weil es braucht den lokalen Spin. Also ja. Nichts wäre schlimmer, wie wenn ich dem Österreicher irgendwie klar machen wollen würde, der Piefke aus Deutschland weiß, wie die Kommunikation für deinen Markt aussehen muss. Ja, also das geht nicht. Deswegen, du brauchst schon Menschen vor Ort, die das spüren und leben. Dann lass uns mal weitermachen beim Thema Marketing. Ich habe jetzt eine Frage von Michael Fiehmann, deinem Vorgänger bei Flossbach von Storch und heute Vorstand der Sauren Fonds Research AG. Das ist eine ganz spannende Frage. Lieber Alex, wir alle kennen das Henry Ford Zitat, dass 50% der Werbeausgaben Verschwendung sind. Man weiß noch nicht, welche 50% das sind. Mit deiner Erfahrung bei BlackRock, Flossbach von Storch und Fidelity, was würdest du sagen? Welche Marketingmaßnahme wird in ihrer Wirkung am meisten überschätzt? Ich bin gespannt. Also, ich werde heute ja wirklich rangenommen. Also zunächst einmal muss ich sagen, dass Henry Ford es jetzt wahrscheinlich nicht mehr sagen würde. Und lass mich kurz auch erklären, ich beantworte die Frage, aber lass mich kurz erklären, warum ich generell da nicht übereinstimmen würde mit diesem Zitat in der Jetztzeit. Weil wir mehr denn je Micro-Targeting machen können, mehr denn je individuell Kundenbedürfnisse bedienen können. Also ich kann ja jetzt, so gut wie es noch nie möglich war, spezielle Zielgruppen und deren Bedürfnisse individuell im Internet ansprechen und auf deren Need eingehen über Kommunikationsmaßnahmen. Deswegen verschwende ich automatisch auch weniger Geld. Deswegen, also 50% wäre viel zu hoch. Also ehrlich gesagt, wenn ich jemanden in meinem Team hätte, der 50% des Budgets verschwenden würde, ich glaube, der wäre nicht mehr in meinem Team. Muss ich jetzt mal fairerweise sagen. Und wir messen ja hoch und runter und wir haben KPIs. Und am langen Ende geht es ja auch darum, dass wir möglichst viele Menschen davon überzeugen, unsere Fonds zu investieren. Und auf den Weg dorthin messen wir hoch und runter. So, aber was ist die... Aber Alex, ja? Alex, darf ich da kommen wir nochmal drauf zurück. Lass mich mal kurz einhaken. In einer Welt, wo es Social Media nicht gab oder gibt, ist doch die Aussage wahrscheinlich nach wie vor absolut auf den Punkt, weil Plakatwände, Fernsehwerbung und so weiter, und da finde ich die 50% schon hochgegriffen. Wie oft bist du durch solche Sachen angesprochen? Okay, kleiner Exkurs vielleicht. Wenn wir bestimmte Marketingmaßnahmen anschauen, müssen wir uns immer gucken, welche Produkte werden da veräußert und sprechen sie den Impulskauf an oder sind das langfristig zu treffende Entscheidungen? Wenn ich jetzt einen Schokoriegel vermarkte, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass mein Marketingmix anders aussieht und da macht Out of Home sicherlich an der einen Stelle viel, viel Sinn. Es gibt sogar Beispiele von ganzen Werbekampagnen, die haben nur Out of Home gemacht und sind extrem erfolgreich. Ja, das funktioniert total gut. Und diese ganzen Maßnahmen haben ja am langen Ende auch immer eins zum Ziel. Erinnere dich an die Marke, erinnere dich an die Marke, erinnere dich an die Marke. Und ehrlich gesagt, gerade auch früher, wo es Social Media nicht gab, da haben Marken unfassbar viel Geld ausgegeben, um die Marke groß zu machen und um klar zu machen, für was die Marke steht. Und wir haben heute noch dieses Markenbild im Kopf. Da gibt es unzählige Beispiele.
Und wir sind immer noch loyal zu bestimmten Marken, wo unsere Eltern schon angefangen haben, diese Marke zu kaufen. Also da ist ganz viel passiert und deswegen ist dieses Geld in aller Regel immer sinnvoll investiert. Kann ich jeden Promo-Dollar, den ich investiere, automatisch umsetzen in Assets, die ich generiere? Jetzt, um mal in unserer Branche zu bleiben, nee, wahrscheinlich nicht. Kann ich jedes Out-of-Home-Plakat, das ich sehe, ummünzen in einen verkauften Schokoriegel? Wahrscheinlich nicht. Weil wir aber nur sehr ungenau wissen, was passieren würde, wenn wir niemals das Plakat gehabt hätten, wie viel weniger Schokoriegel ich dann verkauft hätte. Deswegen ist die Diskussion einfach müßig. Am langen Ende geht es darum, mach dich begehrlich. Mach dich in irgendeiner Art und Weise begehrlich und mach das auf eine Art und Weise, die möglichst glaubhaft ist. Also sprechen einen Meta-Benefit an, wo die Leute mehr davon haben, wie nur das eigentliche Produkt versprechen. Ja. Simpel formuliert, ich trinke ja kein Coca-Cola, weil ich meinen Durst löschen will, sondern ich trinke Coca-Cola, weil ich irgendwie connecte mit amerikanischem Lifestyle. Ja? Zum Beispiel, um das jetzt mal so zu machen. Oder jetzt ein Thema, das uns wahrscheinlich eher fremd ist, aber ich kaufe ja nicht eine bestimmte Bindenmarke als Frau, weil die hygienischer ist wie andere, sondern weil mir diese Bindenmarke Freiheit verspricht. Weißt du, was ich meine? Und wenn du das hinkriegst, dann ist jeder Promodollar unfassbar gut investiert. Und deswegen bin ich nicht zu 100% der Meinung, dass sich das nicht rentiert. Es gibt aber durchaus, um auf die Ursprungsfrage zurückzukommen, Dinge, von denen ich heute weiß, ach, das war jetzt mal ein netter Test, das müssen wir jetzt nicht nochmal machen. Ja, also okay. Es gibt bestimmte Eventveranstaltungen oder sowas. Ich gedacht, da sagt man, da kommt mehr bei rüber, weiß nicht. Ja, und es gibt so ein paar Oldschool-Sachen, von denen ich glaube, dass die nach wie vor sinnvoll sind, auch wenn wir alle so digital unterwegs sind. Alex, die nächste Frage kommt von Michelle Schulz. Mittlerweile Leiter für das Marketing bei Eib und Wallwitz. Er war dein Nachfolger bei Flossbach von Storch und der hat eine Frage zum Thema KI. Lieber Alex, Oliver bat mich, dir für seinen kommenden Podcast eine Frage zu stellen. Da wir beide im Marketing arbeiten, würde mich interessieren, wie ein globaler Asset Manager wie Fidelity KI angeht. Wie setzt ihr im Marketing zum Beispiel Text-, Design- bzw. prozessbasierte Tools ein? Da wir uns leider noch nicht persönlich kennengelernt haben, könnte ich gerne mal in Kronberg vorbeischauen, um es im kleinen Kreis weiter zu besprechen. Als Investmentboutique können wir uns vielleicht etwas abschauen. Da will der Michel direkt nutzen und zur großen Fidelity kommen zum Lernen. Finde ich ganz spannend. Ja, also Michel, du bist von Herzen eingeladen. Komm gerne auf mich zu und es wird wahrscheinlich so laufen, dass ich genauso viel von dir mitnehme, wie du von mir. Das ist ja meistens keine Einbahnstraße. Wir nutzen tatsächlich KI relativ intensiv, viel auch noch in Testphasen. Also Fidelity hat auch ein eigenes GPT. Wir nennen es Phil von Fidelity, Phil XGPT, bei dem wir vor allem unser eigenes Intellectual Property, also die ganzen Inhalte, die wir haben, und wir haben ja unfassbar viel Inhalte durch die ganze Research-Geschichten und so weiter, dass wir die leichter und aufbereiteter der ganzen Organisation zur Verfügung stellen können. Also, okay. Ich bin in der Lage, dass ich jetzt meinen Phil XGPT frage, stelle mir zusammen, warum die und die Branche von 1972 bis 1989 besonders gut oder besonders schlecht lief. Und dann kriege ich da alle Inhalte dazu. Das ist ehrlich gesagt schon super schlau und cool, dass wir das haben. Im Marketing setzen wir, was bildgebende Verfahren betrifft, KI ein, aber mehr als Test, weil... Also es bedeutet, dass wir beispielsweise, wenn wir Images haben, dass sie dann über die KI verändern lassen oder dass wir uns darüber Gedanken machen, wie könnte man das jetzt so drehen, damit noch mehr Wirkung erzielt werden kann mit dem Bild. Meine Erfahrungen derzeit sind allerdings noch, dass irgendwann mal die Bilder sich dann doch sehr ähneln und ich will auf gar keinen Fall Bilder haben, die ich mit meiner Marke verbinde, die so aussehen wie die Bilder von anderen Marken. Ja. Und die Gefahr sehe ich halt gerade so ein bisschen. Aber ganz grundsätzlich nutzen wir KI gerne und es ist auch, also es gibt super coole Sachen auch. Also ich bin ja auch verantwortlich für Osteuropa
Und wenn wir jetzt beispielsweise Carsten Röhmheld haben und Carsten Röhmheld gibt sein Marktupdate hier in Deutschland, dann schmeiße ich das in die KI und die KI macht dann sogar lippensynchronisiert mit Carsten Röhmhelds Stimme den gleichen Update auf Polnisch oder Ungarisch. Und das ist natürlich für Osteuropa großartig und es ist sogar auf einem Level, wo die Kollegen, die dort arbeiten und diese Sprache beherrschen, im Gegensatz zu mir sagen, ist jetzt nicht super perfekt, aber es ist auf jeden Fall gut genug, als dass wir es nutzen. Und wenn du dann noch draufhaust, ist mit KI erstellt, sind die Leute auch sowieso annehmend. Geflasht. Ja. Ja. Und auch annehmender, was das Ergebnis betrifft. Also das sind zum Beispiel Dinge, damit kann man super effizient international Dinge gestalten. Ich habe auch überhaupt gar keine Berührungsängste mit KI und ich glaube auch nicht, dass KI uns irgendwie, dass KI böse ist. Ich glaube, wir müssen als Menschen aufpassen, dass wir KI richtig verwenden. Dann wäre aber der Mensch, der die KI verwendet, der Böse und nicht die KI. Wenn du verstehst, was ich meine. Absolut. Zu dem Thema passt auch die Frage vom Jörg Meier aus der letzten Sendung ganz gut. Du siehst, ich musste gar nicht so viel Vorarbeit machen, ich musste nur die richtigen Leute bringen. Also ich würde ihn gern fragen, was er von digitalem Marketing hält. Ob das die Zukunft ist oder nur ein notwendiges Beiwerk. Also, ich glaube nicht, dass es sowas gibt wie Marketing und digitales Marketing. Ich glaube, es gibt Marketing in einer zunehmend digitalen Welt. Jetzt leite ich tatsächlich ein europäisches digitales Marketing-Team. Und was wir da machen, sind natürlich die ganzen Disziplinen im Marketing, die digital angesiedelt sind, also beispielsweise Search oder Social Media oder Paid Campaigns und so weiter. Das ganze Thema Web ist da drin und Web Experience. Und ehrlich gesagt, ich glaube, man tut sich keinen Gefallen, wenn man das so trennt voneinander. Also wenn ich in einer digitalen Welt kommuniziere, muss ich das mit den Methoden tun, die die digitale Welt mir anbietet, weil da eben meine Kunden unterwegs sind. Und um nochmal eine Kurve zu kriegen zu dem, was ich vorher gesagt habe. Schau, wenn ich einen bestimmten Betrag an Geld habe und ich muss aus diesem Geld das Beste machen und ich möchte gerne, also ich bin im Blumenladen, um es jetzt mal ein bisschen abstrakter zu machen, und ich möchte gerne möglichst viele Menschen davon überzeugen, bei mir Blumen einzukaufen, dann werde ich sicherlich gut damit tun, dass ich die Menschen in meinem Umfeld darauf aufmerksam mache, dass ich da bin und nicht die Welt. Also dieses Micro-Targeting hilft einfach da sehr. Und im Online-Bereich oder im digitalen Bereich, es bietet sich doch geradezu an für Produkte, die man nicht anfassen, nicht riechen, nicht schmecken kann, dass man da eben viel macht, weil da man, das ist halt ein Workflow und eine Value Chain, wenn ich so mal das Neudeutsch formulieren darf. Also es nicht zu tun, ist keine Lösung. Gleichwohl bin ich ein großer Verfechter dafür zu sagen, wir sind alle Menschen und wir haben ja auch in der Corona-Phase mitgekriegt, was passiert, wenn wir uns nur noch digital begegnen. Ich bin schon auch ein großer Freund von Live-Marketing, also Events und so weiter, wo man nochmal eine andere Art und Weise hat, die Marke und die Produkte zum Leben zu erwecken, als nur digital. In Wirklichkeit sind aber auch die meisten Live-Marketing-Events heutzutage extrem digital getrieben. Also guck dir an, was mit LED-Wänden möglich ist, welche Videos es heute gibt. Das ist einfach schon echt wow. Und natürlich sollten wir auch da so weit wie es geht, Digitalität nutzen. Alex, ich habe dich kennengelernt als einen Menschen, der unglaublich gern netzwerkt, mit anderen Menschen zusammenkommt. Du bist selber sehr offen, sehr zugänglich. Du bist jemand, das habe ich so wahrgenommen, deine Mitarbeiter haben dich gerne gemocht. Leitung, bedeutet oft auch sehr große Teams führen und sehr, sehr viel Zeit für Recruitment aufzuwenden. Wie gehst du da vor? Das ist echt interessant, weil ich das tatsächlich immer mal wieder gefragt werde. Also zunächst einmal muss ich sagen, dass ich genau wie jede andere Führungskraft einen Prozess durchgemacht im Laufe meiner beruflichen Karriere. Also du fängst da immer an und am Anfang denkst du,
ich bin Teil vom Team, dann stellst du fest, nee, wenn du führst, bist du eben nur bedingt Teil des Teams. Dann hast du so ein Spieler-Trainer-Konzept. Ja, ich bin Teil des Teams, aber ich bin eben auch der Trainer. Dann stellst du fest, nee, du kannst nicht beides sein. Entweder du trainierst die Leute oder du bist eben der, der trainiert wird. Und so entwickelt man sich dann im Rahmen seiner Aufgaben hin zu einer Führungskraft, die einfach diese Rolle für größere Teams auch leben kann. Und ich habe beispielsweise keine Probleme, in meinem Führungsverständnis Menschen sehr viel Freiraum zu geben. Wenn es aber um Entscheidungen geht, wo am Schluss mein Head on the Block wäre, dann möchte ich involviert sein. Weil wenn es darum geht, Hop oder Top Baryon, dann möchte ich wenigstens das Gefühl haben, ich konnte den Prozess mitgestalten. Aber im Großen und Ganzen lasse ich schon sehr, sehr viel Freiheit. Im Recruitment, da muss ich dir ganz ehrlich sagen, verlasse ich mich sehr auf meine Intuition. Also ich möchte einen... Intuition heißt Menschenkenntnis? Ja, ich bin schon geneigt, dass ich mir Menschen raussuche, die eher so ticken wie ich. Ich glaube, das ist bei jedem Menschen so und diese Bias muss man überwinden. Also wenn ich sage Intuition, meine ich schon, dass auf der einen Seite möchte ich, passt der zu der Kultur, die wir haben? Passt die rein in bestimmte Prozesse? Oder hätte ich da immer nur Diskussionen? Ja, weil du hast ja auch keinen Bock, immer alles zu diskutieren. Ja? Aber ich brauche auch nicht nur kleine Minimis in meinem Team. Das wäre nämlich furchtbar, weil, um das jetzt mal auf die Spitze zu treiben, dann hätten wir wahrscheinlich sehr, sehr viel kreative Ideen und ganz viel Sprudelphasen. Und sehr wenig würde sich irgendwann mal manifestieren, weil man den Blick fürs Detail nicht genügend hätte. Und deswegen gucke ich da schon auch immer genau hin. Ich brauche für diese Rolle eine Person, die ein Stück weit mehr in die Details einsteigen kann, und dann suche ich auch. Und außerdem, aber das wird wahrscheinlich Common Sense sein, du triffst ja niemals allein die Entscheidung. Also ich habe immer Leute, die mit im Interviewprozess drin sind, und dann tauscht man sich aus. Was allerdings auch so ist, muss ich auch ganz klar sagen, wenn ich einen nicht gut finde, dann willst du ihn auch. Dann nehme ich ihn nicht. Oder sie. Ja. Also weil am langen Ende muss ich ja mit diesem Mitarbeiter umgehen und muss ich den Mitarbeiter entwickeln, und er hat einen Anspruch darauf, dass ich ihn weiterentwickle und so weiter. Wenn ich das Gefühl hätte, das wird nicht funktionieren, dann funktioniert es nicht. Hierzu habe ich zum Thema Personal habe ich zwei schöne Einspieler. Einmal von einem Personalberater, den du auch schon ganz lange kennst und mit dem du auch schon lange zusammenarbeitest, von Manuel Rewald, von Rewald Associated, für dich. Lieber Alex, schon vor vielen Jahren habe ich dich als einen der kreativsten und engagiertesten Menschen kennengelernt, die ich jemals getroffen habe. Und das hast du auch in sämtlichen Kandidatengesprächen gezeigt. Deswegen hoffe ich, dass ich dich jetzt vielleicht mit dieser Frage nochmal motivieren kann, deiner Kreativität freien Lauf zu lassen. Wenn du ein Training für Mitarbeiter geben könntest, das absolut skurril wäre, worum würde es darin gehen? Das ist eine gute Frage. Als ich die bekommen habe, habe ich tatsächlich auch drüber nachgedacht, was habe ich denn noch nicht mit Teams gemacht und was könnte funktionieren? Das ist echt nicht einfach zu beantworten. Also die Frage ist, glaube ich, so ein bisschen, was ist das Ziel des Trainings, ne? Logischerweise. Also wenn ich jetzt, wenn es mir darum geht, dass wir als Team mehr zusammenwachsen, würde ich halt Aufgaben suchen, die ganz weit weg sind vom täglichen Arbeitsumfeld. Aber das habe ich auch schon gemacht. Ich habe da ziemlich coole Sachen erlebt. Also ich rede jetzt nicht von Bungee-Jumping oder im Urwald irgendwelche Schreie machen, sondern einfach an anderen Projekten arbeiten. Gerne auch draußen. Also darum geht's mir jetzt nicht. Ich sag mal, was beim Marketing, finde ich, immer besonders wichtig ist, ist, dass man sich selber super gut kennt. Weil ich mich ja die ganze Zeit mit dem Außen beschäftige. Also mein Job ist es ja, so gut wie möglich meine Zielgruppe zu erfassen, den Consumer Insight zu begreifen und das bestmögliche Angebot für diese Zielgruppe zu formulieren. Und wenn ich mich nicht gut kenne, dann laufe ich Gefahr, dass ich dauernd das, was ich für gut erachte,
zu dem stilisiere, was die Zielgruppe gut erachtet. Weißt du, was ich meine? Wenn ich aber weiß, huch, das bin aber ich, nur weil ich das so sehe, weil ich so ticke und weil ich so fühle und weil ich durch Entscheidungen auf dieser Basis treffe, hat es nichts zu tun mit den Menschen, für die ich hier gerade Kommunikation gestalte oder die ich davon überzeugen möchte, meinen Fonds zu kaufen, nicht den Fonds von nebenan. Mhm. Deswegen ist es so wichtig, dass man sich selber kennt. Gerade wenn du Marketing machst in einem Umfeld, wo Produkte unfassbar austauschbar sind. Also das Produkt, das ich vermarkte, lässt sich in einer Sekunde verkaufen und ein anderes kaufen. Über jede Plattform dieser Erde. Und gerade wenn es so unfassbar austauschbar ist, dann musst du echt wissen, wie tickst du, damit du besser abstrahieren kannst zu deiner Zielgruppe. Und in die Richtung würde ich mehr gleich dann gehen, dass ich Leuten die Möglichkeit gebe, sich selber besser kennenzulernen. Okay, besser bei sich sein. Dazu passt dann jetzt die letzte Frage, die ich als Einspieler für dich habe. Und die kommt von einer ganz, ganz lieben Kollegin von dir aus Flossbach-Zeiten, die mittlerweile bei mir im Team bei Squadforce arbeitet, die Sabrina Melcher, ehemals Sabrina Stein. Dann pass mal auf, was die für dich hat. Lieber Alex, ich wollte dich schon immer einmal fragen, ob du deine 4 Kids zu Hause genauso cool motivieren kannst und genauso gut im Griff hast wie deine Mitarbeiter. Ach, Frau Sabrina. Ich hab sie immer, Frau Sabrina. I love you. Ich habe tatsächlich gestern erst erfahren, also wir sind ja in der Gemeinde, also ganz normal, nichts Okkultes, keine Sekte oder sowas, ganz normale Kirchengemeinde. Und da war so ein Generationentreffen, wo die Jugendlichen sich mit den Senioren getroffen haben. Nein, ich war noch nicht bei den Senioren, aber meine jüngste Tochter, die ist jetzt 17, war bei diesem Generation Meetup. Und ein Tag später kommt dann eine Bekannte auf mich zu, die bei diesem Meetup war, bei diesem Generation Meetup, und die war bei den Senioren. Und die hat tatsächlich erzählt, dass meine Tochter sehr von ihren Eltern geschwärmt hätte und sehr positiv geredet hat. Insofern habe ich da so ein bisschen Proofpoint, dass ich zumindest nicht alles falsch mache. Um ganz ehrlich zu sein, da sind wir jetzt in einem ganz schwierigen Thema, aber wenn es um Erziehung geht, ich habe die Erfahrung gesammelt, wenn man Kindern Grenzen aufzeigt, was geht und was nicht geht, ist meistens besser auch für die Kids. Also, wie soll ich das jetzt formulieren? Nee, das habe ich verstanden. Weißt du, weil ich halt gar nichts davon, dass die immer grundsätzlich alles durften oder so. Also meine Töchter durften auch beispielsweise, ich musste schon überzeugt werden, wenn die lange weg wollten, ne, abends und so. Und zwar nicht, weil ich denen nichts zutraue. Und lange bei einem halb italienischen Vater heißt nach 19 Uhr. Nein, da bin ich schon deutlich kommoder. Aber nee, ich wollte halt immer wissen, wo bist du, mit wem bist du, wann kommst du wieder, wie kommst du heim. Und ich habe auch gesagt, wenn du nicht weißt, wie du heimkommst oder wenn irgendwas passiert, ruf mich an und dann habe ich es auch abgeholt. Ja, das ist das Teil vom Deal. Aber was es mir da ging, ist, ich vertraue meinen Töchtern 100%. Aber ich weiß, in welcher Welt wir leben und ich vertraue ganz vielen anderen Menschen nicht mal 10%. Und deswegen habe ich halt nur mal Töchter. Da gehst du vielleicht nochmal anders an bestimmte Themen ran, als wenn du Söhne hättest. Ne? So, und dann kommt noch dazu, ich war ja selber auch mal jung und ich weiß ja auch, was ich früher so im Kopf hatte oder was ich ausschließlich im Kopf hatte und so. Also insofern, so diese Geschichten, also jetzt trifft dich, glaube ich, tatsächlich so ein bisschen ab, aber mein Punkt ist, ich glaube, ich weiß, was du uns sagen wolltest. Meine Töchter hatten, glaube ich, viele Freiheiten, aber die waren schon abgesteckt. Ne? Alex, ich habe gerade mal auf die Uhr geschaut. Wir haben noch ein bisschen Zeit, über den privaten Alex zu sprechen, aber du bist beim Finanzgourmet. Das heißt, wir fangen jetzt mal ganz kurz mit Essen an. Meine erste Frage an dich, die zielt aufs Essen. Wie gesagt, 2 Jahre Tür an Tür. Ich weiß, was ich da so erlebt habe. Bist du mit deinem Gewicht immer noch auf Kriegsfuß? gerade ist super. Also gerade bin ich ganz happy. Und ich habe auch, glaube ich, gerade so einen Weg gefunden, der ganz in Ordnung ist. Aber ich kann ja nicht versprechen, dass ich in einem Jahr nicht wieder das Gefühl habe, ich bin nicht gut unterwegs. Also das ist tatsächlich ein Problem von mir. Das liegt aber auch daran, weißt du, ich finde halt,
du so gerne isst. Ich esse so gerne und ich finde Kohlenhydrate so geil. Also ich wollte gerade sagen, du findest ja auch auf jedem Tisch, wo irgendwas zu essen liegt, ist das Essen in Gefahr, Alex. Das war tatsächlich, als du weg warst bei Flossbach, haben die Leute ihr Essen wieder auf dem Tisch liegen lassen. Ja, ja. Ich habe aber auch oft genug mitgebracht. Alex, komm, wo gehst du gerne essen? Was sind so Restaurants, wo du sagst, boah, da gehe ich gerne hin? Also ich habe eigentlich so drei Sachen. Tatsächlich italienische Küche nach wie vor finde ich großartig. Und die ist auch brutal vielfältig. Dann finde ich thailändisch wirklich sehr, sehr lecker. Mhm. Das klingt jetzt ein bisschen abgedroschen, aber ich finde auch, Sushi ist echt immer noch was, das ich unfassbar gerne esse, wenn es gut ist. Und ich habe da so zwei, drei Locations, wo ich wirklich gerne hingehe. Komm, dann sag uns noch dein Lieblingsitaliener. Nee. Mein Lieblingsitaliener ist meine Frau natürlich. Die kann großartig kochen. Na gut. Also, kommen wir zum Freunde-Album. Nein, um darauf zurückzukommen, ich hab tatsächlich den Lieblingsitaliener. Ich habe kein Stammlokal. Weißt du, deswegen kann ich das gar nicht so sagen. Ich hätte das ganz einfach sagen können. Ich hätte die Teca di Biase am Eiffelplatz in Köln gesagt. Da ist der Eros seit einigen Jahren. Das ist ein Italiener. Den gab es im Prinzip in den 80er Jahren schon. Da hieß es der Haus- und Hof-Italiener um die Ecke. Es ist einfach es non plus ultra, wenn man Bock auf gute Pasta oder überragende Pizza hat. Und dann einfach auch noch das liebste Team überhaupt. Ja, da musst du sowas hättest du auch. Ausführen, Olli, ne? Also, Freunde-Album. Ja, habe ich gehört. Habe ich gehört, Alex. Freunde-Album. Dein Lieblingstier? Wildpferd. Dein Lieblingsland? Italien. Mhm. Deine Lieblingsfarbe? Rot. Dein Lieblingsessen? Pasta. Alle dein Pasta. Lieblingsauto? Pasta? Alle Pasta? Pasta? Ja? Ja. Okay. Dein Lieblingsauto? Alles, was nicht jeder fährt. Okay. Also ich habe jetzt eigentlich erwartet, wenn einer sagt, meine Lieblingsfarbe ist rot, dann muss beim Auto ja eigentlich der Ferrari kommen, weil der sollte immer rot sein. Nein, aber ich finde tatsächlich, Alfa Romeo ist tatsächlich ein ziemlich cooles Auto vom Style her. Ich finde auch ehrlich gesagt Maserati großartig. Also vom Design und so. Ich finde auch Lexus super beispielsweise. Also Alex, gibt's bei Alfa, du weißt, ich liebe Alfa Romeos, aber es gibt was, gibt's irgendwas, wo du sagst, das geht gar nicht bei Alfa Romeo? Ich weiß nicht, auf was du hinaus willst, aber das gibt's bestimmt. Mich stört bei Alfa Romeo, dass das Nummernschild nicht in der Mitte ist. Das hast du mir schon mal gesagt, ja. Ich weiß, das macht mich wahnsinnig. Wenn ich hinten, wenn ich in den Spiegel gucke und dann kommen diese schönen Autos und da ist da so ein versetztes Nummernschild dran. Ich mir mal, gut, für die, die was anderes haben wollen, passt das dann vielleicht, aber geht gar nicht. Ja, also ich könnte drüber hinwechseln. Also, machen wir weiter. Trüffel oder Currywurst? Ah, ist beides super lecker. Ich glaube, ich würde es auch mal zusammen probieren. Also, okay. Ja. Also, alles zu seiner Zeit. Beyond Meat oder richtiges Fleisch? Richtiges Fleisch. Lakritz oder Gummibärchen? Ich mag auch Lakritz sehr gerne, aber ich würde dann doch eher Gummibärchen nehmen. Marzipan oder Nougat? Nougat, aber ich finde Marzipan auch, das ist ja mein Problem. Ich finde Marzipan auch super. Hund oder Katze? Hund. Gibt's irgendwas, wo du sagst, boah, maximal peinlich? Was in meinem Leben passiert ist? Ja? Ja. Oder generell, wo du einfach sagst, das ist wirklich peinlich. Oh, da gibt's ganz bestimmt Dinge. Ich finde, ich habe manchmal wirklich Fremdscham, wenn ich manche Leute im Fernsehen sehe, wenn sie über ihre politischen Ansichten reden und so. Mhm. Also schäme ich mich wirklich für die. Und das möchte ich auch an dieser Stelle mal so sagen. Das ist also alles, was in demokratisch grundrechtlichen Dingen läuft, kann ich noch irgendwie akzeptieren. Aber alles darüber hinaus, da schäme ich mich wirklich.
Aber so peinlich im Sinne von auch lustig peinlich, da gibt es auch viele Situationen in meinem Leben. Aber jetzt frag mich bitte nicht konkret nach einer. Ich bin schon gegen Türen gelaufen. Ich habe mich schon auf kaputte Stühle gesetzt. Also ich habe schon vieles gemacht. Wichtig ist, dass man selber drüber lacht. Wichtig ist, und du kannst über dich lachen. Wahrlich, du kannst über dich lachen. Gibt's irgendwas, wo du sagst, es ist total eklig? Ja, ich bin jetzt nicht so unfassbar happy mit Spinnen. Okay. Muss ich jetzt schon mal sagen. Also darf ich dir auch sagen, ich bin jetzt der einzige Mann bei uns zu Hause und natürlich bin ich derjenige. Das ist also dein Job. Ich muss die Spinnen raustragen oder ich kann die nicht raustragen, ich töte die dann, weil ich will die nicht so gerne in die Hand nehmen und so. Also ich kann das schon, ich flippe da nicht tierisch aus, aber ich habe die nicht so super gerne. Und ich finde auch tatsächlich, alles, was so in Richtung Gelee-artige Konsistenz geht, zum Essen schwierig. Glibberig, jawohl. Also deswegen bin ich auch überhaupt gar kein Pilz-Fan, weil die ganz arg oft ganz glibberig daherkommen. Okay. Dann ganz kurz zu deiner Kindheit. In welchem Fach warst du in der Schule am schlechtesten? Du kannst auch Fächer nennen. Ja, also gar nicht gelegen. Es hat mir tatsächlich Mathe. Und bei allen anderen konnte ich mich eigentlich immer ganz gut. Ich war echt kein guter Schüler. Also weißt du, wenn du so ein guter Dreier- und Viererkandidat bist, dann ist das irgendwann mal, dann gibt's eher, welche Fächer hatten denn mal eine 2. Das wäre dann interessanter. Okay, dann würde ich sagen, auf die Frage abschreiben oder hast du abschreiben lassen, du warst eher der, der kreativ abgeschrieben hat, ja? Ja, ich habe auch abschreiben lassen, das war jetzt nicht das Problem, aber irgendwie wollte es keiner, warum wohl? Ich habe es dann abschreiben lassen. Und ich habe auch abgeschrieben. Okay. Bundesjugendspiele, Sieger oder Ehrenurkunde? Ich finde, Bundesjugendspiele ist voll echt ganz mieses, dummes, blödes Konzept. Ich habe da, was ist ein schlechter? Die Ehrenurkunde ist die gute. Ja, also die bessere. Also ich habe, glaube ich, eben so eine Bescheinigung bekommen, dass ich auch dabei war. Okay. Komm, dann kommen wir zum Beruf. Dein lustigstes Erlebnis im Berufsleben. Ich glaube, das sind diese Situationen, wo du in einem Meeting drin sitzt und du denkst wirklich, in welchem Film bin ich denn gerade? Und du guckst die anderen an und denkst, verstehen die gerade, um was es geht? Und eigentlich sagt jeder, nö, keine Ahnung. Was aber will der? Ich habe diesen Invite gekriegt und jetzt bin ich halt mal hier. Das finde ich manchmal schon echt sehr skurril und sehr lustig. Okay. Ehrlich gesagt, im Marketing hat man viele witzige Geschichten. Weil man ja, es ist ein dankbarer Job für witzige Geschichten, weil man hat mit vielen Menschen zu tun, die haben alle eine Meinung zu dem, was man tut und manche davon sind echt witzig. Was wäre dein absoluter Traumjob? Also ich mache das, was ich mache, wirklich gerne. Also es gibt, wenn ich jetzt mal ein bisschen näher dran bleibe, auf was ich mal wirklich, wirklich, wirklich Bock hätte, das wird nicht kommen, aber ich hätte mal Bock, so einen total kaputten Brand, der so komplett am Boden ist, auch gerne im Retail-Bereich, also gerne auch so, was weiß ich, Kaufhof, Karstadt, sowas, ja, da was draus zu machen, da einfach mal zu gucken, dass man da was draus macht. Ich glaube, es gibt bestimmte Dinge, gibt es nach wie vor Bedarf. Muss man halt mal sich ein bisschen mit auseinandersetzen, da was vielleicht was anderes machen. Das wäre das eine. Und das andere, das ist jetzt echt witzig, weil ich überhaupt nicht singen kann, aber ich hätte gerne das Talent zum Opernsänger und wäre dann gerne Opernsänger, weil ich Oper echt super finde. Also ich höre nicht nur Opern, klassische Musik, nicht, dass es jetzt wieder so ausgelegt wird. Ich bin da schon sehr, ich gehe beispielsweise, jetzt freue mich jetzt schon tierisch im August aufs Justin Timberlake Konzert, übrigens in Köln. Aber das Opernsänger, das hätte ich mir echt auch gut vorstellen können. Also
mal abgesehen davon, dass ich überhaupt gar kein Talent habe, kein bisschen singen kann und nicht mal Noten lesen kann. Aber also Alex, ich stelle mir das gerade vor, Andrea und ich, wir fahren ja sehr, sehr gerne nach Verona in die Oper, und ich mir vorstelle, dass du dann da im roten Gewand stehst. Das ist tatsächlich ein schöner Podcast heute. Ne? Viel Freude. Kommen wir zu den allgemeinen Dingen, Alex. Woran erkennst du im Alltag Inflation? Beim Essen gehen. Also da denke ich mir mal schon, das schon ist krass. Ja, wirklich krass. Bin ich. Ehrlich gesagt, bei all den Dingen, die ich, also ich habe vor kurzem habe ich die Rechnung in der Hand gehabt von demjenigen, der unsere Therme wartet. Da habe ich echt gedacht, das ist unfassbar. Also ich glaube nicht mal, dass es nicht gerechtfertigt war, weil die Leute ja auch ihre Kosten decken müssen, aber es ist schon wirklich krass. Mhm. Was war die geilste Idee in deinem Leben? Das klingt jetzt total cheesy, aber wirklich die geilste Idee in meinem Leben war, meine Frau zu heiraten. Danke. Okay. Superschön. Gut. Superschön. Alex, und jetzt ich gucke auf die Uhr. Hosen runter, ganz schnelle Antworten, ja? Singst du unter der Dusche? Nein. Das ist interessant. Opernsänger aber nicht unter der Dusche singen. Nee. Schläfst du gut ein oder bist du eher der Grübeltyp? Ich schlafe super gut ein und bin eine halbe Stunde wach, später wach und grübel. Okay. Hast du ein Talent, welches für nichts gut ist? Ja. Nämlich? Ich erkenne meistens den Witz in Situationen, bevor es andere tun. Und das ist nicht immer gut. Ja, das ist nicht immer gut. Okay. Was war deine größte Geldverschwendung? Ein Hometrainer. Danke. Brauchen wir auch nicht mehr. Danke. Was darf im Kühlschrank nie ausgehen? Und ich meine nicht das Licht. Ja. Habe ich gar nicht, glaube ich, gar nichts. Habe ich tatsächlich, was muss immer da sein? Der muss voll sein, ne? Das ist das Wichtigste. Das ist ein bisschen das Problem. Ich weiß morgens nie, auf was ich abends Lust habe. Deswegen ist es im Einkaufen so schwierig. Muss ich passen. Habe ich nicht. Okay. Was war kleidungstechnisch dein größter Fehltritt? Weißt du, das Problem, das ich habe, ist ja, dass ich ja gewichtstechnisch immer so ein bisschen schwanke, dass ich ich habe wirklich Anzüge und Klamotten in verschiedensten Größen. mein größter Fehltritt kleidungstechnisch, ich glaube einfach die zu engen Klamotten, die ich dann teilweise anziehen muss, ja. Bei welchem Film musst du lauthals lachen? Oh, da kommt jetzt raus, dass ich echt alt bin, gell? Oder dass ich zumindest nicht mehr 22 bin. Da gibt's einen Film mit der Whoopi Goldberg, Jumpin' Jack Flash heißt das. Ich glaube, das war der Film, mit dem die überhaupt bekannt wurde. Ich weiß nicht mehr, ob man das heute noch so abdrehen würde, aber da gibt's Szenen drin, da kann ich mich heute noch wegschmeißen. Denn die hat zum Beispiel so eine Szene, wo ihr Abendkleid, da muss ich schon drüber lachen, ich will das mir gegenwärtige, wo ihr Abendkleid in so einen Reißwolf reingeht und wo sie dann mit ihrem Abendkleid und Reißwolf kämpft. Es klingt total albern, aber ich kann über sowas echt. Ich kann ehrlich, ich bin bei Lachen nicht so wählerisch. Ich kann über sehr viel lachen. Alex, eigentlich käme jetzt mein Weintipp für dich. Ich habe einen anderen Tipp für dich. In der Zeit, wo ich dir das erzähle, kannst du dir schon mal das Ohrfeigengesicht der Woche überlegen. Und mein Tipp für dich ist, ich würde ja hier eigentlich Wein vorstellen, da du ja aber kein Weintyp bist, habe ich mir überlegt, ich stell dir ein Weinlokal vor. Jetzt könntest du sagen, was soll denn das jetzt? Aber in dem Weinlokal
bekommst du auch ein Wasser, bekommst du auch ein Negroni, bekommst auch eine Cola. Das Weinlokal ist in der Pfalz, also auch nicht so weit weg von Frankfurt. Und es ist allerdings, gibt es ganz wenige Orte, an denen ich selber lieber zugegen bin und wo man auch nur annähernd, und damit schließt sich der Kreis zu dir, annähernd so gut essen kann wie dort. Das Lokal heißt Weinreich und liegt im beschaulichen Freinsheim. Ich würde tippen von Frankfurt eine Stunde, Stunde 15. Jeanette und Henning Weinheimer, wie großartig der Name zu so einem Restaurant, führen dieses Restaurant mit so viel Liebe. Es gibt immer wieder tolle Gerichte außerhalb der Karte und wunderschöne saisonale Sachen. Aus Frankfurt ist es nicht so weit. Und das Schöne ist, man kann in dem Haus in 4 oder 5 ganz charmanten Zimmern auch noch übernachten. Am nächsten Tag gestärkt von einem tollen Frühstück ab in die Pfalz, weil die ist eh immer eine Reise wert. Ein wirkliches Erlebnis. Dementsprechend, es ist nicht nur aus Frankfurt nah, für die, die eine längere Anreise haben, für die sollte es wert sein, 1, 2 oder 3 Tage dorthin zu fahren, weil es einfach wunderschön ist. Dementsprechend mein Tipp für dich, das Restaurant Weinreich. Vielen Dank, nehme ich gerne an. Cool. Ohrfeigengesicht. Wer ist dein Ohrfeigengesicht der Woche? Ja, um ganz ehrlich zu sein, vor dem Hintergrund der jüngsten angekündigten Streiks bzw. Entwicklung bei der Deutschen Bahn ist der Herr Wieselski jemand, den ich nicht so unglaublich ins Herz schließe gerade. Ich habe zumindest den Eindruck, dass der gerade den Bogen überspannt. Das ist so meine persönliche Wahrnehmung und ich finde es ein bisschen nervig. Und jetzt fahre ich nicht mehr so arg viel Zug, aber allein die Tatsache, dass man sich da nicht einigen kann, das müsste doch eigentlich möglich sein. Ne? Also, Alex, ich muss nur an den Vorkongress zurückdenken. Da habe ich das Gefühl, dass du mit deiner Meinung nicht alleine bist, was diese Persönlichkeit angeht. Ja, also ich sag mal, jeder da hat ja das Recht dazu zu streiken. Und ich hatte ja auch eingangs schon mal gesagt, dass wo wir schon den Streiks hatten, dass das sicherlich auch alles seine Begründung findet. Im konkreten Fall bin ich einfach angenervt, weil ich mir jetzt mehr Kooperation und Einigungswillen wünschen würde. Alex, herzlichen Dank, dass du mein Gast hier beim Finanzgourmet war. Er hat unglaublich Spaß gemacht mit dir. Es war so ein bisschen Revue passieren lassen, was wir die 2 Jahre bei Flossbach gemeinsam erlebt hatten. Da hatten wir auch ganz viel Spaß. Die meisten mit uns hatten weniger Spaß. Die hätten gesagt, die 2 sind uns zu anstrengend. Aber das hat man ihnen auch vorher gesagt, dass sie das bekommen, wenn sie uns beide haben. Nicht unsere Schuld gewesen, kann man im Nachhinein sagen. Hast du noch irgendein Schlussplädoyer fürs Publikum oder irgendwas, was du noch sagen möchtest? Nein, thank you for having me. Ne? Also es hat mir auch viel Spaß gemacht. Bin mal gespannt, wenn ich es wieder anhöre, was ich alles so erzählt habe. Nein, alles gut. Ich habe mir jetzt auch, ich vermisse, weißt du, was ich manchmal vermisse? Wirklich ernsthaft. Das sind unsere Mittagsspaziergänge, die wir manchmal nur 10 Minuten oder eine Viertelstunde einmal um den Turm rum oder sowas gemacht haben. Probleme lösen. Ja, ganz genau. Wo man einfach nur ganz kurz gequatscht hat und man vom Hölzchen ins Stöckchen kam und über Gott die Welt geredet hat. Aber das kann man ja dann irgendwann mal nachholen. Alex, danke dir. Ich danke dir. Risikohinweis: Sämtliche Inhalte dieses Podcasts dienen ausschließlich der Wissensvermittlung und Unterhaltung. Es handelt sich dabei weder um Anlageberatung noch um Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzprodukte. Was du mit deinem Geld machst, entscheidest alleine du.